Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen. Hallo, hallo, hallo. Was geht ab, meine Lieben? Was läuft? Willkommen zu diesem Dienstagstream. Selbiges gilt wie gestern, nur diesmal werde ich wahrscheinlich öfter aufstehen. Ich streame nur in Unterhose. Also, ja, ist mir wurscht. Ich werde das T-Shirt so weit runterziehen wie nur möglich. So, wir brauchen wieder irgendeine... Was ist das? Beach Nintendo Music. Auf geht's. Irgendwas Sommerliches. Irgendwas voll Cooles. Summer Playlists. Oh, Summer Playlists. Gut. Summer Nintendo Music. Auf geht's. Stunde 30. So. Passt das soweit von der Lautstärke? Sollte passen. So. Hallo Jesse, hallo Klautsche, hallo Porks und hallo Inge. Grüß euch. Schönen guten Abend. Ich habe das im Hintergrund gesehen. Luna, ich glaube, du musst aufstehen und nachschauen. Muss ich wirklich? Okay. Also ich habe nichts gesehen. So, ich bin zu faul, die zweite Kamera aufzustellen. Ihr müsst dann halt mit... Ihr müsst mit meinem Gefries so... leben. So, erst einmal was Schönes, Quietes zum Trinken. Damit es zu keinen Problemen kommt. Was trinke ich Feines? Von Waterdrop Physalis Pfefferminz. Etwas, was ich in so einer Combo bestellt habe, weil einzeln hätte ich den Schaß definitiv nicht bestellt, weil wirklich. Also Pfefferminz, Physalis, auch nicht unbedingt meins. Aber dadurch, dass ich mir gleich die Geschmacksknospen wegätze, ist es wurscht, dann kann ich es trinken. So. Oder stelle ich doch diese scheiß Kamera auf, damit man... Na, drauf geschissen. So, wir fangen an mit Volcano Chicken Noodles heute. Diesmal nicht von Bulldog, sondern von einer anderen Marke. Okay, ich werde geradet. Irgendwo habe ich ihren Stream noch offen gehabt, den kann ich jetzt schließen. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Gaia. Vielen lieben Dank für den Raid. Wie war Pokémon noch? Ich war nur im Hintergrund im Lurk. Ich habe viel noch nebenbei getan und gemacht. Schönen guten Abend an alle. Hallo, hallo, hallo. Hallo zu diesem wunderschönen Tuesday Talk. Dienstags gibt es dann so ein bisschen... Plaudern, nachher gehen wir in die sogenannte Lachliste bzw. Nicht-Lachen-Challenge. Leute posten mir in die Liste witzige Videos und versuchen mich zum Lachen zu bringen. Es gibt ein Punktesystem und wenn ihr schafft, eine gewisse Anzahl an Punkten zu erreichen, gibt es eine kleine Überraschung meinerseits, die jetzt schon seit einer geraumen Zeit im Vorzimmer wartet. Ich habe Waterdrop, nicht Airdrop. Airdrop, das interessiert mich nicht. Hallo Edi, hallo Oma. Hallo Terrorvogel Alex, TVA. Ich kann dich nicht Alex nennen, wir haben schon eine Alex hier, also... Ich nenne dich TV für Terrorvogel. Ich werde es mir nicht merken. So, bin dann aber... Was? Nachtdienst 6 von 6, oh mein Gott. Let's go! Eine super angenehme Schicht, Edi. Wir sehen uns beim nächsten Mal einfach wieder. Tschüss, Papa. Tschüss. So. Wir starten. Ach Gott, verdammt. Dann hole ich jetzt. Ich glaube, ich überlege mir jetzt tatsächlich noch das andere zu holen. Wir fangen mit scharfen Nudeln an. Ich weiß, es ist gespiegelt. Ich kann es nochmal kurz entspiegeln. Wenn ich es finde, da.
Perfekt. Die Volcano Chicken Noodles. So. Wieder zurückspiegeln. So. Zack. Und so sieht das Ganze aus. Mit, nur nicht zu hoch aufstehen. Mit Sesam und ich glaube, das sind Nori-Blätter oben drauf. Wird jetzt dann durchgemixt. Eigentlich hätte ich meine Gabel dazu. Ich glaube, ich habe Hunger, nachdem ich jetzt schon sabber. Eigentlich ist es für uns wurscht, ob du gespiegelt oder ungespiegelt da sitzt. Ich weiß aber zum Lesen vom Text, muss ich es halt entspiegeln. Gespiegelt habe ich es, damit ich, wenn ich die rechte Hand hebe, damit da auch die rechte, auf der rechten Seite das hochgeht. So, ich komme sofort wieder. Ich hole mir eine Gabel, weil mit Löffel wird das ein bisschen zach. So, lala. Hebt die linke Hand. Für die Info, warum ich die Kamera abdrehe, normalerweise gehe ich immer nach hinten, nur ich habe gerade keine Hose an, ich sitze nur in Unterhose da, es ist fucking viel zu warm. Es sind, hier beim PC sind es 28,8 Grad, ich bin am Verrecken. So. Dann ziehen wir uns mal rein, wie der Spaß schmeckt. Die Schärfe ist da. Oh ja, die Schärfe ist da. Ja, Gachi, ich hab nicht nachgedacht. Das war nicht besonders intelligent von mir. Nur, dass ich scharfes Zeug esse, wenn eh schon heiß ist. Oh mein Gott. Solange du deine Unterhose an hast, sollte nichts passieren. Ist richtig, ja. Verschütt nichts. Ja, auch wenn ich verschütte, ist ja nicht so schlimm. Da hat man letztes Mal beim Green Ding mehr Kronjuwelen gesehen. Ja, mir ist es ja wurscht. Und wenn es nur ihr wärt, wäre es mir auch wurscht. Aber wir haben ja jetzt gerade neue Gäste. Und ich will Gaias Leute nicht gleich traumatisieren. Sie hat sie freundlicherweise zu mir gebracht. Und ich will sie nicht gleich traumatisieren mit meinen nackten Beinen und meiner Unterhose. Du hast recht, Jesse, ich bin kein Fan von Sesam. Aber das bisschen Sesam, das gehört halt dazu und da waren halt diese Geschmacksträger auch dabei, diese Nori-Blätter. Ich glaube, das sollte ein bisschen Geschmack liefern, aber... Also ich muss sagen, Schärfegrad ist sehr hoch. Der Schärfegrad ist wirklich hoch. Geschmacklich finde ich das eher fad. Ach, Thema Eier rasieren hatten wir vorhin kurz im Stream. Habe ich, ich glaube... Okay, Thema Eier rasieren. Jo, das, was geht ab? Ich habe mir mit einem normalen Rasierer einmal in meinem Leben die Eier rasiert und ich mache es fucking nie wieder. Ich habe mir reingeschnitten, weil ein Sack ist halt nicht glatt, der ist halt, es ist hart, die und das ist dann halt nicht so einfach. Und haben mir reingeschnitten, was höllisch wehgetan hat und faltig, danke, das war das Wort, das ich gesucht habe. Und weil man sich ja reinschneidet, habe ich dann halt Aftershave genommen, damit das desinfiziert wird. Ich glaube, das war das eine Mal im Leben, dass ich das hohe C erreicht habe. Der Scheiß hat gebrannt und wehgetan wie Hölle. Einfach wie fucking Hölle. Ja, dickes Uff. Nie wieder. Es war das eine Mal und never ever again. Und nein, seitdem nicht mehr mit einem normalen Rasierer, seitdem mit so einem Körperrasierer. Aber selbst mit dem, der schneidet auch leider. Also der hat mich auch schon so leicht gecuttet. Nicht so wie ein normaler Rasierer, aber leicht gecuttet. Also bei Sackrasieren wirklich maximale Vorsicht. Da muss man sich einfach sehr
viel Zeit nehmen und das sehr vorsichtig und sehr langsam machen. Aber gut zu wissen, dass ihr da auch über solche Themen redet. Gut, dass ich keinen Sack habe. Ja, wenn du dich da unten rasierst, musst du dir sicher auch sehr viel Zeit nehmen und sehr vorsichtig sein. Erst, ich nehm's Buttermesser. Butterst du deinen Sack ein, bevor du ihn rasierst, oder was? Weil meine Nase ist schon am Laufen, das ist ein Wahnsinn. Also ich rasiere nicht mehr, ich trimme nur noch. Ich habe gemerkt, rasieren ist zu viel trimmen. Unterschenkelfett. Wo sieht man mein Unterschenkelfett? Mein Unterschenkelfett, nirgends, wo sieht man irgendwas? Okay, man sieht's. Okay, ja. Was soll's? Aber wie zum Fick seid ihr auf das Thema Sackrasieren gekommen? Vor allem witzig, nachdem Jesse mir erst... war das gestern? Oberschenkelmuskeln! Nachdem er es erst gestern mir Jesse ein Video geschickt hat von einem deutschen TikToker. Oh mein Gott, der Scheiß ist scharf. Von einem deutschen TikToker, der übers Sackratzen gesprochen hat. Und ich finde es gut, in solchen Themen finde ich es gut, dass es so Social Media wie TikTok gibt, dass das mal ausgesprochen wird, dass das nicht so ein Geheimnis ist oder sonst irgendwas. Oh mein Gott. Diese ganzen Themen sollten meiner Meinung nach normalisiert werden. Also man muss nicht rumrennen und den Leuten irgendwas ins Gesicht reiben. Oder über, keine Ahnung, die größten Fetische ever aussprechen. Aber dann kam die Rasur, der Gegner hat Owe eingesetzt, dann kam die Rasur überleitet. Oh, ergibt Sinn. Honestly, ergibt Sinn. Aber sowas wie Rasur, das gehört... Ich würde mal sagen, zur Hygiene, es ist was ganz was Normales. Sollte nichts Tabuthema-mäßiges sein. Also mir ist voll, ich bin mir wurscht, wie ein Kerl euch am Sack kratzt, kein Tabuthema für mich. Ja, aber ich dachte mal, dass es gerade für Frauen ist es vielleicht mal interessant, sowas mitzubekommen. Ich habe über die Jahre mit sehr vielen Freundinnen, Mädels, whatever, über alle möglichen Themen gesprochen. Ich bin da relativ offen. Ich rede da ohne wirklich zu große Filter. Natürlich nur, wenn das Gegenüber sich nicht zu unwohl fühlt. Wenn ich sehe, man fühlt sich unwohl bei dem Ganzen, dann lasse ich es natürlich sein. Aber die, mit denen ich darüber gesprochen habe, da war eher kein Unwohl, da war eher ein Interesse daran. Und habe gemerkt, dass ich vielen was beigebracht habe, vielen neue Informationen geliefert habe, die ihnen nicht bewusst waren, über Sachen erzählt, die ihnen gar nicht... über die man gar nicht so nachdenkt, aber die jetzt zum Beispiel für Männer ein Alltag sind. Aber habe auch natürlich im Gegenzug auch wieder immer wieder neue Sachen natürlich auch dazugelernt. Natürlich Sachen sind dabei, die sehr individuell auf die Personen zugeschnitten sind und nicht unbedingt für alle gültig sind. Und sowas wie Sackratzen, finden sicher sehr viele Frauen ultra interessant. Und Kerle fühlen sich bestätigt in der Normalität des Ganzen. Aber ich höre jetzt auch mit dem Thema nicht, dass hier Leute schreiend und weinend davonlaufen, weil es zu viel für ihre zarten Seelen sind. Die Themen. Also, was haben wir heute vor? Ein bisschen so aus dem Nähkästchen plaudern, was gerade so hinkommt. Ich futter meine scharfen Nudeln und verrecke halber dran. Ja, ich schwitze. Danach machen wir die Lachliste durch. Schauen wir mal, was Porky und noch ein paar andere uns... wer ist dieses Mal? Nicht vom Bulldog. Volcanic Chicken Noodle. Und ich muss dem Chicken tatsächlich beipflichten, der Scheiß ist wirklich scharf. Da gehen wir irgendwelche Videos durch, irgendwelche halbwegs witzigen, hoffentlich.
Und später gehe ich dann durch ein paar Fotos durch, die mir Dosso zur Verfügung gestellt hat, aus dem Haus des Meeres, beziehungsweise erzähle ich so ein bisschen, was wir noch getrieben haben. Aus dem Haus des Meeres und aus dem Tag habe ich, glaube ich, schon... Habe ich euch das Ganze erzählt? Ich erzähle es gerne nochmal. Ich erzähle gerne vor allem nochmal den besten Part des Dienstags letzte Woche, also vor genau einer Woche. Angie Chicken, nein, nicht ich. Die Resche-Geschichte ist einfach viel zu geil. Vom Affen, das leider nicht ganz geschafft hat, dich anzubieten. Ja, genau. Und zwar kurz nachdem Resche erzählt hat, dass es ihm passiert ist, dass er angepieselt wurde von einem Affen beim letzten Besuch. Kann ich den Ventilator ein bisschen mehr aufdrehen? Oh mein Gott. Der Vorteil von so scharfem Zeug, man putzt die Nase gut durch. Oh mein Gott. Ah. Okay, mein Schädel ist nass. Ich schwitze sogar am Schädel. Boah. Ja, und wenn da noch Zeit übrig bleibt, ja, schauen wir, was wir noch machen. Heute ist ein gemütlicher Dienstag, ein schöner Dienstag. Wie war euer Dienstag? Was habt ihr heute getrieben? Was stand bei euch heute an? Ja, und Gaia, wie war dein Stream und was hast du alles geschafft heute? Was hast du heute alles erledigt im Pokémon? Holy shit, der Scheiß ist scharf. Oh. Ich glaube, ich habe schon lange nichts mehr Scharfes gegessen oder der Dreck ist wirklich arg scharf. Und was habt ihr heute Geiles gegessen? Dabei hast du gar nicht so viele Haare, unter denen du schwitzen kannst. Leck mich. Ich habe Haare, sie sind halt klein und fein. Sorry, war kurz in der Küche, brauche jetzt Brühnudeln. Habe ich dich inspiriert oder habe ich dir Hunger gemacht? Alter, meine Augentränen. Ist das Eierthema durch? War das Eierthema zu viel für dich? Ja, ich bin fertig damit. Magst du solche Themen nicht? Oh mein Gott. Boah. Spaghetti mit Tomatensauce. Dann hatten wir so ziemlich dasselbe Dosser. Das ist ziemlich cool. Geil ist Unschuld in Person. Rahmchampions, sehr gut. Nee, alles fein, sonst hätte ich das im Stream keinen Platz gehabt, okay. Also Geier habe ich bis jetzt nicht so als Unschuld in Person kennengelernt. Oh mein Gott. Ich brauch Brot. Oh mein, ich brauch Brot, ich komm gleich wieder. Heißt das Paket. Warte, ich hab ne Idee. Alter. Nein, keine Milch. Absolut keine Milch. Fuck Milch. Stimmt, die Antibiotika muss ich noch nehmen. Ich
kann keine Milch pur trinken, es geht nicht. Oh, so, was habe ich verfasst? Bowl mit Falafel, Granatapfel, Spinat, Hummus und ein Smoothie mit Wassermelone. Geiler Shit. Wassermelone hattest du vorhin auch. Scheiße, ich habe nur noch ein Taschentuch da. Boah. Oh. Ja, Gaia, es ist extrem scharf. Mein Schädel ist nass. Überbleibsel von dem 10 Kilo Ding, von welchem ich 5 Kilo verschenkt habe. GG. Ja, das so die Nudeln. Die ficken mich gerade nieder. Holy shit, Alter. Cevapcici, griechisch zum Reis, Tzatziki und Salat. Interessante Kombo. Statt der Cevapcici wäre natürlich geil gewesen hier die Bifteki. Oh, Bifteki wäre noch geiler gewesen. Ich liebe Cevapcici, ich heiße Jugo. Absoluter, natürlich. Bin ja mit Cevapi groß geworden. Aber griechischer Reis, Tzatziki und Salat, da wären diese Bifteki Mörder. Ich liebe Bifteki und die Dinger sind so geil. Was gibt's geileres, als wenn man Cevapi hernimmt und dann noch 10 Kilo Käse reinspritzt? Mörder gut. Du hast noch Taschentücher in der Lade. In welcher Lade? Nein, in der Lade hier habe ich keine Taschentücher. Bifteki ist nicht vegan. Ah, du bist vegan. Entschuldigung. Es gibt Durchfall. Schauen wir mal. Ich hoffe nicht. Die mit dem Kräuter und dem Ding sind hier am Tisch. Also theoretisch hätte ich die schon. Alter. Ich hasse es normalerweise, Kohlenhydrate mit Kohlenhydraten zu kombinieren. Weil Nudeln mit Brot ist irgendwie ganz weird, aber es geht gerade nicht anders. Boah. Und ich weiß echt nicht, ob ich einfach nur nicht mehr gewohnt bin, weil ich seit über einem Monat nichts mehr so Scharfes gegessen habe. Oder ob die wirklich Leben ficken. Kann ich jetzt kein rohes Toast essen? Ich heiße die Nonstop, Bro. Ich habe nichts dagegen. Die Toastet sind sie natürlich geiler. Aber ist mir wurscht. Sandwiches mache ich auch ungetoastet. Wenn ich es irgendwo mitnehme. Beziehungsweise auch wenn ich hier esse. Ich bin zu faul meistens, den Toaster auszupacken, beziehungsweise so lange zu warten. Und ja, ich habe keinen Klack-Ding-Toaster, der mir das auf die Schnelle macht. Mein Toaster braucht da 10 Minuten gefühlt, bis die getoastet sind. Da bin ich ungeduldig. Apropos Kohlenhydrate stacken. Was ich zum Beispiel auch gar nicht mag und gar nicht verstehe. Bei den Griechen weiß ich, dass es Standard ist und ich weiß auch, dass es bei den Türken Standard ist. Wenn sie mir ins Kebab rein, ins Brot hinein noch Pommes reinstopfen. Es ist Brot als Kohlenhydrat und die Pommes als Kohlenhydrate. Oder auch, wenn ich so eine Box habe, Reis, ein Kilo Reis, ein bisschen Fleisch oder noch Pommes obendrauf. What the fuck? Ich will auch ein bisschen was vom Geschmack, vom Sonstigen. Ich will nicht Kohlenhydrate mit Kohlenhydraten und Kohlenhydraten essen. Aber ich glaube, mit dem Thema bin ich eher alleine. Mein Vater als Jugo ist es zum Beispiel gewohnt, zu allem Brot dazu zu essen. Isst du Burger nicht mit Pommes? Nein, tue ich tatsächlich nicht. Und ich kann es dir sagen, warum. Ich esse sehr viele Sachen getrennt. Bei Burger und Pommes ist das beste Beispiel, oder auch bei Schnitzel und Pommes. Also Schnitzel theoretisch hat auch ein Panier, ist auch eigentlich ein Ding. Aber ich esse niemals ein Stück Schnitzel und haue mir Pommes rein. Oder ganz selten. Bei Burger und Pommes ist es simpel, ich fange mit dem Pommes an, damit der Burger ein bisschen kühlt. Esse circa die Hälfte der Pommes, esse den Rest vom Burger und dann die restlichen Pommes noch mit der restlichen Soße, die übrig ist. Simpel.
Wie viel ist noch über? So ein paar Bissen sind also doch noch über. Billige Füller. Ich weiß eh, dass ihr das machen werdet, weil billige Füller. Aber es regt mich trotzdem extrem auf. Bei Schnitzel mixe ich auch ungern das Schnitzel mit irgendwas anderem. Ich habe sehr gerne den Geschmack von den einzelnen Dingen. Ich will das Schnitzel per se schmecken. Deswegen esse ich auch eher selten. Das Einzige, wann ich ein Schnitzel mit Ketchup esse, ist, wenn es am nächsten Tag aufgewärmt wurde. Weil dann schon der Geschmack dezent verloren gegangen ist. Und ja, ich esse Schnitzel hart ungern kalt. Ich haus mir in die Mikro. Man muss es nachsalzen, weil das Salzgehalt fehlt und der Geschmack ist ein bisschen verloren gegangen. Deswegen auch Ketchup dazu oder sonstiges. Aber sonst, wenn es irgendwo Salat... Hin und wieder Schnitzel mit Salat, okay. Also mit Kartoffelsalat oder Ding. Aber am liebsten getrennt voneinander. Bei 9 Minuten noch roh und bei 10 Minuten verbrannt. Die guten alten Billigtoaster. Na, tatsächlich, mein Toaster schafft es nicht. Der hat nicht mehr die Kapazität, irgendwas zu verbrennen. Also ich hab schon einmal so einen ganzen Schinken-Käse-Toast im Toaster gelassen und vergessen und bin hingerannt und er war eigentlich in Ordnung. Also ich müsste mir eher einen neuen besorgen, aber solange er noch so halbwegs funktioniert, why not? Pommes ist ein Boot ist ein Kriegsverbrechen, finde ich auch definitiv. Also ich habe keinen sogenannten Klack-Ding-Toaster, wo ich Toastbrot reintue und es dann, wenn es fertig ist, rausspringt. Sondern ich rede tatsächlich vom Sandwich-Toaster. Panini-Grill von mir aus. Zumindest bei Döner. Pommes auf Sandwich hatte ich bei Nintendo Direct gegenüber, das war die geilste Scheiße. Pommes auf Sandwich. Chili-Soba-Nudeln am Start. Mahlzeit-Geier, lass es dir schmecken. Mein Schnitzelbedarf ist erstmal wieder gedeckt, hat am Sonntag gar nicht großes. Ich habe schon ewig kein Schnitzel mehr gehabt und ich habe Mörderbock auf Schnitzel. Schnitzel einfach immer geil. Oh mein Gott. Ah. Musste es sogar mit dem Hund meiner Freundin teilen, weil zu viel. Pah, das gibt's nicht. Kontaktgrill. Hat jetzt auch schon lange kein Schnitzel mehr. Wir haben auch schon seit über 2 Jahren, glaube ich, keinen Leberkäse-Semmel mehr gehabt. Ich muss unbedingt Leberkäse mal wieder essen. Leberkäse ist einfach geil. Aber es ist halt mörderfettig. Hast du da Fliesen neben dir an der Wand? Meinst du die Dinger da? Ach so! Das ist mein Schrank. Das ist mein Kleiderschrank. Oder meinst du die Lichtschalter da? Ja, Pommes auf Sandwich, die haben auch die Company Essence Gutscheine genommen. Okay, das ist nice. 2 Jahre, ich hatte keine 3 Wochen ohne aus. Ich liebe, ich könnte ohne Witz, ich könnte jeden zweiten Tag Leberkäse futtern, aber ich habe eh schon eine Wampen und versuche zumindest nach Möglichkeit solche Sachen zu vermeiden. Ich stream prinzipiell aus dem Badezimmer, ja. Mein Kopf hat das gar nicht zusammenbekommen, Bett und Fliesen. Weißt du, ich gehe da duschen und schmeiß mich direkt ins Bett, ohne mich abzuzocken, denn ich zocke mich im Bett ab. Wohlstandswampe. Ich bin noch nicht im Wohlstand. Davon bin ich leider sehr weit entfernt. In einem gefliesten Zimmer zu sitzen hätte was. Inwiefern hätte das was? Warum hätte das was? Bei Leberkäse müsste ein bisschen kühler werden. Na, Leberkäse geht immer. Da ist mir wurscht. Das Wetter ist mir vollkommen wurscht für Leberkäse. Außerdem, Hashtag Käse-Leberkäse. Geil. Einer deiner Hashtags ist extra Feinkostgewölbe. Gönn dir. Nachdem DOS so vibet, kann das nur Animal Crossing sein. Ja, ich erkenne es gerade. Ekelhaft. Dann könnte sich kurz an die Wand lehnen mit dem nackten Rücken und hätte nasse, dreckige Fliesen. Alter.
Natürlich, ich kaufe mir einen Kercher für mein Schlafzimmer. What the fuck eigentlich? Entschuldigen Sie, wo ist Ihre Schlafzimmerabteilung? Ich brauche einen Kercher für meine Schlafzimmerfliesen. Schlaf aufgefuttert, holy shit, oder? Oh. Warum hast du einen Badezimmerkercher? Alter. Ein bisschen Brot muss noch sein. Ich mach das gerade oft, lehne mich einfach im Bad an die Wand, gibt gute Abkühlung in dem Moment. Ja, Klatsch hat immer alles. Machst du Tutorial, how to clip, Plotschitz. Tja, tapper, danke. Alter. Wie scharf von 1 bis 10? Eine 8,5. Geschmack 3. Es schmeckt nach gar nichts. Es schmeckt legit nach gar nichts. Also, ich würde eine 2 oder eine 1 vergeben, wenn es scheiße schmeckt oder Minuszahlen, aber es schmeckt einfach nach gar nichts. Ich kann nur eine 3 vergeben, was den Geschmack angeht. Schärfegrad ist ca. 8,5. Es ist nicht das schärfste ever, was ich gegessen habe, weil irgendein Zeug war nämlich so scharf, dass es mir den Magen weggebrannt hat. Na, von mir sagen wir eine 8. Ich lasse es bei 8. Schärfegrad bei 8. Weil ich weiß halt nicht, ich habe jetzt schon länger nichts mehr Scharfes gegessen. Ich weiß nicht, ob ich einfach abgeschwächt bin. Oder ob der Scheiß wirklich so scharf ist, aber holy shit. Nachdem ja Tränen immer wieder kommen und mein ganzer Schädel verschwitzt ist. Es schmeckt nach Schmerz. Es schmeckt wirklich nach Schmerz. Es ist scheiße. Ganz einfach. Also wenn es wenigstens geschmacklich cool wäre, dann kann ich mit der Schärfe leben. Dann ist es wenigstens so ein Quid pro quo. Ich kann nicht mehr reden. Aber so ist es einfach. Also, wer sich damit anzünden will, kann das machen. Geschmacklich für den Arsch. Verpackungsdesign ist ganz cool. Ich mag Schwarz-Rot extrem gerne. Chimken ist ein bisschen angy. Aber das war's auch schon. Weiter. Also dagegen sind die Bulldog definitiv wesentlich besser. So, dann gehen wir gleich über zum nächsten Tagespunkt, die Lachliste oder die Nicht-Lachen-Liste. Wobei, ich gebe mir selber fairerweise noch ein paar Minuten Zeit, dass ich die Schärfe rausbekomme. Ich werde mir wahrscheinlich bald wieder nochmal Wasser holen müssen. Lachen wäre angenehm, angemessen, nicht angenehm. So. Aber ich suche jetzt mal die Liste raus, dann kann ich den hier machen. Dann schmeißen wir uns hier rüber.
Schauen wir mal, was rausgesucht wurde, was es Witziges gibt. Oh, da muss ich das Konto ändern. Ich hab, müsste ich damit gemacht haben. Oma, vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Eine wunderschöne gute Nacht. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Papa. Drin. Bisschen weniger Hitze durch mit weniger Licht. So. Was für ein schöner Beidel. Wo hast du meinen Beidel gesehen? Das ist eine absolute Lüge. So, wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Du müsstest das theoretisch sein. Wegen der Blödsinn. Zacke Power. Perfekt. Wobei, ihr könnt nichts lesen. Kann ich das vergrößern? Nein, kann ich nicht. Ach, 200%, das ist ein bisschen viel. Oder 50%. Perfekt, da kann man schon ein bisschen mehr sehen. So, Punkte gesammelt habt ihr 62. Was haben wir gesagt? 111 Punkte müsst ihr hinkriegen. Also, 200 war angenehm, ja leck mich, Alter. Was ist daran angenehm? Da muss ich hin und her scrollen wie ein Wahnsinniger. Na, 150 reicht. 150 muss reichen. So. Fangen wir mit dem ersten gleich an. Das ist laut. Nicht witzig, aber es stimmt auf jeden Fall. Ich habe vergessen, welche was. Keine Reaktion war orange. Wir versuchen gerade herauszufinden, wer von uns den coolsten Schwanz hat. Richtig, Leute. Heute reden wir über Schwänze. Wir versuchen gerade herauszufinden, wer von uns den coolsten Schwanz hat. Verdammt. Also, das Ende des Videos von diesem Typen, das ist cringe as fuck, aber ich musste trotzdem grinsen, weil... Ja, es ist... wie war das? Ich bin geistig 5. Erstmal schauen, was die Infobox sagt. Du liebst Speed, ich nicht. Scheiße! Dreck! Wenn der Text nicht gewesen wäre, dann wäre es nicht witzig gewesen. Dann hätte ich nicht gelacht. Der Text hat mich erwischt. Mein Arbeitskollege ist Balla Balla im Kopf. Ich war gerade arbeiten mit Flex und dann diese kommen und schreien wie Psycho. Hey, bist du deppert oder was? Du kannst nichts arbeiten mit Flex ohne Brille. Was glaubst du, was kann passieren? Bla bla bla. Wir sind fast noch nicht in Jugoslawien. Ich sage, hast du Brille? Ich habe noch nie gesehen, auf dieser Baustelle jemand arbeitet mit Brille. Er geht in Auto, holt eine Brille und gibt damit das. Brille von Elton John. Da ist nicht viel normal, Leute. Was ist das? Das Baustelle der Hollywood. Ihr bemt, die Elton John ist da, was ihr bemt. Ihr bemt, ihr bemt.
Random Shit gewinnt immer. Yo, grüß dich Joker, was geht ab? Also sorry, aber das ist ja wohl großartig. Also, diese... Wir arbeiten mit Flex und dann diese kommen und schauen wie Psycho. Bist du deppert oder was? Du kannst nichts arbeiten mit Flex ohne Brille. Was glaubst du, was kann passieren? Bla bla bla. Wir sind Astronaut in Jugoslawien. Ich sage, hast du Brille? Ich habe noch nie gesehen, auf dieser Baustelle jemand arbeitet mit Brille. Er geht in Auto, holt eine Brille und gibt damit das. Brille von Elton John. Aber jetzt ist hier normal, mein Scholz. Was ist das? Sag mal, was ist das? Der Hollywood. Eben, Elton John, wo ist das? Eben, wo ist das? Oh mein Gott. Das war so gut. Junge, deine Lache, es tut mir sehr leid. Es tut mir sehr leid. Ich weiß, ich bin sehr laut mit meiner Lache. Oh mein Gott. Das war viel zu gut. Ich liebe es. Na, was geht ab, Joker? Alles klar? Oh mein Gott. Mein Arbeitskollege wird jeden Tag ein bisschen mehr Balabala im Kopf. Ich glaube, das ist Debil. Heute kommen und sagen, ha, du musst CDV-Verteiler bestiften. Und ich sage, okay, da gibst du diese Klebengerät und heute gehen wir tanzen. Und diese lachen und lachen und sagen, hallo, Kollege, was ist das Problem? Gibst du diese Gerät? Und diese lachen und geben das. Klebengerät für Mädchen. Und sagen, ha, du bist Mädchen, du bist Mädchen. Und du bist Arschloch, jawohl, ja. Evo, willst du Klebengerät? Willst du kleben? Ha? Okay. Eto ti, jebem ti ženu istu dupe koju imaš, jebota, jebej ti mamu da ti jebi. Was stand da mit Etikett? Ich fick deine Mutter, also übersetzt. Es ist so ein klassischer Schimpfwort, so wie fick dich im Deutschen. Alles gut, Lautstärke ist angepasst dir. Okay, gut. Alles gut bei mir. Bei mir ist alles super. Ich habe gerade eben scharfe Ramen gegessen, die ich nicht unbedingt empfehlen kann. Und bin dadurch auch dezent verschwitzt jetzt durch die Schärfe. Aber es macht ja nichts. Und jetzt gehen wir halt so ein paar Videos durch. Hab den ersten Gang auch noch reingepostet, später halt, Alter. Nur einmal pro Ding. To be fair. Das sind von dir, Dosso? Wirklich? Oha. Nein, kein Vorwurf boxen. Absolut kein Vorwurf. Oh, so. Bist du gemutet? Warum ist das so fucking leise, Alter? Es könnte glatt ich sein. Es könnte wirklich glatt ich sein mit dem Verfehlen. Aber zum Glück habe ich es getroffen. Ja, ein bisschen Zielwasser hat gefehlt. Ah. Du hast wahrscheinlich geschrien so aus dem tiefsten der Tiefen deiner Seele.
to the psychiatrist and they prescribed me Xanax for depression. And it worked. I'm no longer depressed because now I sell Xanax and I'm rich. On the dating apps, I saw my sister on Tinder like a week ago. I know I was pissed that she's cheating on me. I have a question for the whole audience. Listen, do you think that it's okay to breastfeed in public? Yes. Okay, cool, because my girlfriend keeps telling me to stop. One time, I accidentally walked in on my parents having sex, but all of the other times were on purpose. So I was walking down the street, and somebody behind me, they yelled, "Go back to your country, we don't want you here. Go back to where you're from." And at first, I was upset, but then I turned around and the guy was Native American. And I was like, shit, this guy's right. I auditioned for this movie and I thought I was about to get it. And the dude called me and he said, "Wyatt, listen, you got the part, but you're gonna have to go fully nude." And I'm like, this is an animated movie. Because I like Obama. I think we should put Obama on Mount Rushmore if we can find enough obsidian. My girlfriend, she thinks that I'm weird, dude. She thinks that I'm weird just because I like to have sex with my socks on. My hands going, "Oh yeah, you like that?" One time I accidentally did meth. All the other times were on purpose. I used to date a girl really seriously. I knew it was serious because it got to the point where I only watched porn that looked like her. I told that to her. I thought she'd be happy. She was not happy. Even though I was like, "I swear to God, babe, look at my phone. I only ever Google small ass no tits." Everything was white and upper middle class, right? Like even the suicide attempts in my school. There was this kid, he locked himself into his garage with his car on, and they realized, "Ugh, I drive a Tesla." I saw a gender reveal on the subway one time. It was a man, he showed me his penis. Middle school is a hard time, though, seriously. I remember when I was in middle school, I used to hate it, because I would always get random boners. And that's why I quit substitute teaching. I went to an all-gay frat party, and I passed out drinking. But that's partially my fault, right? Because I don't know, I just always pass out. Some guys just can't handle their roofies. They wanted to see Obama's birth certificate because they thought that he was part of a race of people with a savage and horrible history. And to be fair, they are right. I mean, this dude's half white. One time I was on the New York subway and I had to watch a homeless man masturbate for 45 minutes. Until my phone died. My mom, she told me, like when I was a baby, that I used to be really difficult to feed. So what she did was she used to take some of my food on a spoon and then she would pretend that the spoon was an airplane and that my mouth was the Twin Tower. Don't call me a swastika. Although that is an Indian thing. Do you guys know that? Yeah. Did you know that? That was culturally appropriate from the Hindus because originally the swastika was a Hindu symbol of hatred for the Jews. My parents were so strict that even for little things, like if we were watching a movie and a sex scene came on, my dad used to cover my eyes so that I didn't see masturbating. I was in Texas doing shows, man, and I visited a gun range for the first time in my life. I don't remember the name of it. I think it was called Northgate High School. Okay. Ein zweites Mal habe ich dann den Shelljump gefehlt. Nice, Inge. Ich war kurz davor mit Rot. Also ich war nicht weit entfernt von Rot. Wir hatten Schnitzel gegessen. Der Andi. Die Miri. Schorf. Donkey Richie. Dumme Bastard. Die alte Hefe. Dumme Bastardin. Unser Brater der Marco. Dumme Bastard. Und der Wasser der Roller Tony mit der Hudri Woodri Pepner Ruten aus dem Zivilet, wo er drauf bin, Gravy in der Hand, Leila Grisse, hat sich über die heiße Strottel, Lukas Pepe mit der blanken Freude der Pappen. Jesse, hast du mir das geschickt? Wir hatten das schon mal. Ich bin mir relativ sicher, dass wir das schon mal hatten. Entweder Jesse hat es mir geschickt, aber nachdem du sagst, dann hatten wir das schon definitiv mal. Wait, the shawarma, was it Billy, Emily, Michael, Kyle, James, Samuel, or Mahmoud ibn Khalil ibn Mustafa Sulaiman ya tabtab wa dalla' biddi sandwichtain falafel ma' sahan hummus u ganinet sprite kbira u kish chips lays barbecue Faiz Dawood. Fuck. Ja, der war zu gut. There you go. Thanks. Did you put the ginger in? Yeah, we put the ginger in. You sure? Yeah. No, you gotta put the ginger in. And then need some more ginger. Oh, okay, sure. Ich kenn's. Here you go, we put extra ginger.
You put extra ginger? Yeah, try. Perfect. There you go, have a good day. Ich kenn's schon. What the fuck ist mit dem Link passiert? Fuck! Scheißdreck, Ricardo erwischt mich immer. Es ist immer dieser gottverdammte Ricardo, der mich erwischt. Ich brauche ihn eigentlich nur sehen und bin schon deppert am Grinsen. Oh. Dann gibt's den immer. What the fuck, Alter? Krass. Den unendlich brutalen Scheiß habe ich mir tatsächlich reingezogen. Ich hab nie gesehen, ich hab Squid Game nie angeschaut. Alright guys, so I'm like super allergic to peanut butter. Like my cheeks swell up really bad when I eat it, so... everyone's always asking me, like, what does it look like when you eat peanut butter? Zwei Computerlüfter, like, what your cheeks look like. So I'm going to show you guys what it looks like if I eat peanut butter. Here we go. Uh-oh. Yep. There it is. That's not good. This is not good. Ich wusste es. All right, guys. So I'm, like, super allergic to peanut butter. Ich wusste es. Like, my cheeks swell up really bad when I eat it, so... Ich wusste, dass es kommt. Aber wenn ich das nicht, Lüfter und Taschentuch. Hey, gratis Konfetti. What the fuck? Scheißdreck. Alter, diese Eule, die im Hintergrund noch schreit, Bingo! Gott ist ja schlecht. Gott ist das schlecht, dass der sich nicht schämt dafür. Geil, also das macht es schön. I'm not gay, but $20 and $20. Geil, also das macht es schön. I'm not gay, but $20 and $20. Na, der war gut. Ich glaube, das ist einfach mit der Kombination, in der Kombination mit seiner Lache ist das irgendwie.
pot. I shoot the shot. I'm coming in hot. Ja, da habe ich geblinzelt. Gibt's nicht mehr? Mamma mia, Marcello! Mamma mia, der scheiß Ithaca, Alter. Der scheiß Ithaca. Wie viel die wirklich, dass das nicht nur Verarschung ist, sondern dass die wirklich so viel gestikulieren. What the fuck? Wow. Hätte das Lied von Initial D gepasst? True. Very true. Scheißdreck, Alter. Oh. Das ist so gut, Alter. Auf die Idee muss man mal kommen, Alter. Auf die fucking Idee muss man mal kommen. Das ist so gut. Oh, fuck, Alter. Ach so, das ist jetzt. I want to break free. A video? No, that'd be fine. All right, so pick a number between 1 and 10. Let's say 7. 7? Well, it's your lucky day. You just won brand new AirPod Pros. Wow, you're kidding me. Really? Yeah. Yeah. Why? You won. Nothing, you won. How come? You win. Have a good one. Have a good one. Thank you. A video? No, that'd be fine. All right. Das ist asozial. Das ist fucking asozial. Ah.
Der Cut war nicht schlecht. Diesmal nicht. Diesmal nicht, Ricardo. Nicht verfügbar. What kind of mushroom is this? Ich kenn schon. Das Video ist uralt schon. He's trying to show off his car when the worst luck happened. What the? Oh, das ist asozial. Oida, das könnte fast schon nur mir passieren. Also wenn der nicht denselben Nachnamen hat wie ich, dann weiß ich auch nichts. Oida. Pizza di Materina! Pizza di Materina. Pizza di Materina. Pizza di Materina. Alter. 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 Alter, Alter, Alter. Das ist gut. Das ist gut. Das gefällt mir. Gleich einmal in die Gruppe rein. Als Non-Jugos schwer zu verstehen. Ich kann es euch nicht erklären, es ist so schwer. Es klingt einfach wie ein Schimpfer auf Jugo. Kenne ich schon und das ist absolut wahr. 20er. Boah, das löst in mir PTSD aus. Holy shit, Alter. Das waren noch Zeiten, als ich ganz am Anfang von WoW war und das erste Mal auf Murlocs angetroffen bin. Du schießt einen an und es kommen einfach vier auf dich zu und du stirbst. Okay. Das war's für WoW, ja. Kenn ich auch schon. Mich würde mal interessieren, wie sich dieses Schwein anfühlt. Ob das wirklich so krass, squishy und dann für sich ein ekelhaft ist. Armer Porky. Wenn man hübsch ist, heißt es nicht, dass man doof ist. Man kann auch beides sein. Kenn ich auch schon. Ist das aus Germany's Next Topmodel? Wenn man hübsch ist, heißt es nicht, dass man doof ist. Man kann auch beides sein. Ich mag den Song. This person right here gotta glow up or glow down? I think glow up. Would you want to see what he looks like right now? Yeah, sure. Right here. What?
Okay. Don't say, come on, Bello, hurry up. In Austria, we say, get Peter Schäß endlich. Erstens, ich kenn's schon. Don't say, come on, Bello, hurry up. In Austria, we say, get Peter Schäß endlich. Die Story zu dem Gebitte Scheiß endlich. Es gab ein Video von einem Pensionisten, der mit seinem Hund unterwegs war. Er wurde, ich versuche gerade mich genau an das Video zu erinnern, er wurde aufgehalten von einem Polizisten, weil sein Hund irgendwo hingeschissen hat und hat ihm 50 Euro Strafe gegeben. Und er hat ihm einen 100er gegeben, hat er gesagt, weil er den Hund wieder scheißen lässt. Und dann hat er ihm halt gesagt, gebitte scheiß endlich. Irgend sowas, irgendwie so um den Dreh herum war das originale Video, wo das herkommt. Mein Bruder müsste das irgendwo parat haben, aber der müsste wahrscheinlich auch ein paar Stunden suchen, bis er all die Videos durchkramt. Es ist nicht witzig, es ist auch das löst bei mir PTSD aus, wie oft ich zur Bank und zurückrennen musste, weil ich mich jedes fucking Mal verzählt habe. Quit being so nice and show them how fucking crazy you are. Was? Quit being so nice and show them how fucking crazy you are. Okay. Buongiorno. Das habe ich sogar weitergeschickt an ein paar Leute. Bin ich faszinierend, dass eine Katze Buongiorno zurücksagt. What? The fuck? Bei solchen Sachen frage ich mich, ist das einfach alles gestellt oder... Zudem verabschiede ich habe noch einen feinen Abend. Gaia, vielen lieben Dank fürs Raiden, vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Eine wunderschöne gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Papa. Mua. Kenn ich auch schon. Warum hat das keinen Ton? Das ist mega cool. Also Hut ab an die Ente, dass die sowas krasses kann. Tiger war komplett perplex. Der wusste nicht mehr, wo, was geschieht. Den hast du mir vor ein paar Tagen geschickt, dann war es so rum. Why don't churches have Wi-Fi? Damit die MCA triggert. They can't compete with an invisible. Man lässt unendlich lang das Lied laufen, ohne irgendeinen Hintergrund. Und die Punchline wird dann für eine Sekunde hergezeigt. Why? Was war die Punchline? Avara. They can't compete with an invisible force that actually works. Okay. I guess. Ich würde gerne sehen, wie viele Views dieses Video hat. Kenn ich auch schon. An sich auch ziemlich cool. Oh shit, ich muss gleich meine... Ich hab vergessen meine... Weg.
Unterschenkelfett. Wobbel, wobbel. Ach. True. Ah, ich glaube, das sind alles Porky-Videos. Das, du versetzt mich gerade mördermäßig in Nostalgie. Došao sam da te ubijem. Eto dotle, op, došle. Fuck! Oh, scheiße, Gana. Das war viel zu gut. Das war viel zu fucking gut, Alter. Ich bin die Denise. Hallo, ich bin der Patrick. Und zusammen sind wir das du. Patrick und Denise. What the fuck? Why? Oida, das tut so weh. Kannst du fucking zurückspulen, Alter? Last one we have is a kingo operaskelechon. Wah. Could you watch my laptop for me? Yeah, thanks. Okay. Na, ich find das fucking ekelhaft as fuck. Egal, ob sie es als Parodie macht oder sonst irgendwas, also. Wah. Einfach nur wah. Wah, 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 wah. Wah, wah, wah. Wah. Ja. Ich würde mal sagen, der heutige Abend war definitiv erfolgreich. Ihr seid schon auf 85 Punkte gekommen, also. Respekt. Wie viel fehlen? Krankheit, kein Mathe. 26. 26 Punkte noch. Nein, ich hab's runtergesetzt auf 111. Also, eigentlich waren es 222, aber ich hab's dann halbiert, weil wenn wir bei 222 geblieben wären, würden wir bis nächstes, übernächstes Jahr dann weitermachen. Wahrscheinlich. Damit wir vielleicht noch dieses Jahr fertig werden, weil ich möchte euch unbedingt eure Belohnung zeigen, wenn ihr die Challenge schafft. Auch wenn ihr nur die Hälfte der Challenge eigentlich schafft, mit Cheaten dazu, werdet ihr die gesamte Belohnung bekommen. Und ich freue mich mördermäßig schon drauf. Wirklich, wirklich mördermäßig schon drauf. Wieso cheaten? Naja, weil eigentlich war keine Reaktion minus 0,5 Punkte. Deswegen cheaten. Ich habe es ja genervt, das Ganze. Also manche Sachen waren wirklich Banger dabei. Also ein paar richtig witzige Sachen waren dabei. Aber der erste von dir aus abgehen. Ja, eh. Weil sonst wäre das nie gebalanced. Okay, ich habe gebalanced. Einfach, ich hab ein Balance-Patch aufgespielt.
Achso, und die wichtigste Zahl ist überhaupt hier. Auf 200%. Ich bin mir zwar sehr sicher, dass es Dosso reingeschrieben hat, aber ich bin mir auch sehr sicher, dass Regie hier irgendwas verkackt hat und die Zeile rausgelöscht hat. Das warst du? Regie schuld. So, meine Bengals und Bengelinen. Schauen wir mal, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Bengalos. Warum hat das letztes Mal mit den Fotos funktioniert und jetzt schon wieder nicht? Verwirrt mich jedes Mal aufs Neue. Oh, the other kids with the pumped up kicks. You better run, better run. Achso, das war in einem von den Videos drinnen, deswegen. Ich wollte gerade fragen, woher habe ich jetzt diesen verschissenen Ohrwurm her? Da, Musik. Wir brauchen Musik. Und dann zeige ich ja mal hier. Hallo, Display? Wow, falsches Display. Besser. Ja, im Haus des Meeres gab es auch so eine Greenpeace-Abteilung. Und wir sind von hinten auf dieses Ding zugegangen. Also weder Dosso noch ich wussten, was auf der anderen Seite ist oder wie das ausschaut. Wir haben einfach mal unsere Köpfe reingesteckt und Reschi gesagt, er soll ein Foto machen. Ich glaube, das nächste Foto ist dann noch näher dran. Also hier schauen wir ziemlich normal dran. Und hier schaut er doch so super cute rein. Also könnte man glatt als Profilbild nehmen. Also das sind jetzt Dosso-Fotos, nur so als Vorwarnung. Das Krokodil, davon haben wir schon gesprochen, das haben wir schon gesehen, fettes Krokodil. Ja, es gab so für Kinder eigentlich gedacht, so kleine Öffnungen unten, dass du durchgehst, damit du so quasi im Aquarium drin bist, damit du so die Fische aus der Nähe siehst. Reschi ist halt reingeklettert und wollte einen auf kleines Kind spielen. Er ist ein kleines Kind, ja. Er musste dann von Dosso an den Füßen rausgezogen werden. Er kam nicht mehr von selber raus. Ja, da gab es auch so kleine Würmer, die sich im Sand eingegraben haben. Das fand ich auch sehr interessant. Reschi ist aber auch in jedes dieser Dinge rein. Reschi ist in fucking jedes von diesen Dingen rein, ja. Jo, ich finde die voll cool irgendwie. Die voll cute. Haben auch ein schönes Muster. Schwarz-Weiß, hallo? Stimmt! Man hat eine Gurke mit Kabelbindern drinnen angebunden im Aquarium und die Fische haben aus der Mitte gefressen. Fand ich sehr interessant. Und ja, Dori. Also, was auch immer du da fotografiert hast, Dosso. Sieht interessant aus. Ganz viele Doris. Noch mehr Doris, ich habe mir die Fotos gar nicht durchgeschaut. Der Fisch, das war ein richtig fetter Fisch. Dosso war absolut begeistert von ihm. Das war einfach der fetteste, ich nenne ihn Steinfisch, weil er ist einfach die meiste Zeit am Boden gelegen und hat sich kaum bewegt. Und er hat ausgeschaut einfach wie die Steine dort rundherum. Und wir sind dann weg und wir sind dann wieder zurück und der ist dann plötzlich rumgeschwommen. Einfach ein monsterfettes Viech. Er war so fett und schaut so depressiv aus. Ja, man sieht es im Gegensatz zu den anderen, was für ein Wumbo-Teil das war. Ja, dann gab es ein paar super, super coole Burps. Und, oh, da hinten bin ich. Ich habe gleich gesehen, dass es nach draußen geht. Ich habe den hier gar nicht gesehen und habe denselben draußen gesehen. Ich glaube, davon habe ich euch ein Foto gezeigt. Das war, by the way, diese Abteilung, wo uns die Vögel wirklich so ganz knapp am Schädel vorbeigeflogen sind.
glaube, das ist ein Rochen. Das oder du musst an deinen Fotoskills arbeiten. Ja, du musst an deinen Fotoskills arbeiten. Und Haie. Ich glaube, das war das Haifischbecken, wo ich euch gezeigt habe, dass dieses Baby, dass das Baby auf der Mama oben drauf geschwommen ist. Junge, mein Handy ist manchmal so langsam, das dauert eine Sekunde, nachdem ich den Auslöser gedrückt habe. Was zum Fick hast du eigentlich hier fotografiert? Oder sind es einfach die Pflanzen? Schade, dass euch keiner auf den Kopf geschissen hat. Danke, Jesse. Sehr lieb von dir. Oh, das sind Fische. Da ist der Fisch weggeschwommen. Da ist Baby. Baby und Mama Shark. Das sind diese komischen Nasenfische, die ich einfach hässlich as fuck finde. Das sind einfach die fucking hässlichsten Fische. Nein, zweithässlichsten Fische. Der Blobfisch ist immer noch hässlicher. Ja, und da war so ein Rochen, der ist halt am Boden gelegen und hat gechillt. Und ganz viele Fisches. Oh, diese Salamander, die waren cool. Die haben nämlich ausgeschaut wie diese... Nicht die Bügelperlen, es gibt so diese Diamantperlen-Dinger. Es hat wirklich sehr, sehr cool ausgeschaut, die Haut von denen. Dosso hat die wichtigsten Sachen fotografiert. Er war von den Zeichnungen auf den Wänden so absolut begeistert. Und er war begeistert, wie buff dieser Hai ist. Gemeinsam schaffen wir das. Der Guide-Hai. Wo war der? Das kann ich mich gar nicht erinnern. Die Schuppen sind ja saugeil. Hi. Hi. Ich bin gar nicht so böse. Der Hai ist allerdings cute. Also das war am meisten von den Zeichnungen und Animationen begeistert. Der Fisch war saucool. Leider ist genau hier dieses Glas, dieser Glassplit. Der war ultra lang. Das war der längste von allen Fischen und hat, es hat ausgeschaut wie ein Hai, ist aber kein Hai. Also mega cooles Viech. Ah, jetzt sieht man's. Einfach mörderlang das Viech. Fand ich am coolsten im ganzen Aquarium. Oh, da ist wieder Dossos bester Freund. Und der Fisch mit den größten Augen einfach. Es ist einfach so ein Minifisch und der besteht fast zu einem Drittel aus Auge. Ja, das war unsere Ansicht vor dem Aquarium. Da ist auch immer so ein Turtle rumgeschwommen. Wie heißt die Schildkröte von Findet Nemo? Jesse weiß das sicher sofort. Ich habe seinen Namen vergessen. Dem jamaikanischen bekifften Surfer-Dude. An den musste ich die ganze Zeit denken, als ich... Der Australier, ja genau. Findet Nemo Schildkröte. Crush! Crush hieß der. Ja, das sind diese Quallen, die ich euch eh auch gezeigt habe. Die sind hier, sind halt aus der Nähe. Das sind, also die Viecher sind teilweise Dodeln. Sie haben eine Futterschüssel, woraus sie futtern sollen. Und der Komodo hier stand einfach in dieser Futterschüssel drinnen und hat daraus gegessen. Er hat irgendwie nicht gecheckt, dass er sich außenrum hinstellen soll und fressen soll. Ja, da waren wir drei. Da ist mein Bruder, das war am Donnerstag. Dazu komme ich aber erst. Auch das war am Donnerstag und auch das war am Donnerstag. Das waren seine Rahmen, die hat er eh gepostet. Achso, ja. In irgendeinem der Aquarien ist einer halt nach hinten gegangen und wollte das Aquarium putzen. Und Dosso war absolut fokussiert darauf, den zu fotografieren und hat ihm die ganze Zeit zugewunken und hat gewartet, dass er zurückwinkt. Guess what? Er hat nicht zurückgewunken. Dosso wollte unbedingt, dass der da hinten ihm zurückwinkt.
Das war Donnerstag. Doch, er hat zurückgewunken, na schau. Und das wird Porky extra gefallen. Donnerstag, ich habe mich mit Dosso in Prater getroffen. Der Wiener Prater. Wir sind dann losgegangen, also als erstes musste ich dringend Pipi. Hab das erledigt. By the way, am Klo habe ich eine sehr interessante, ich weiß halt nicht, ob es Schwule waren. Ich stand halt beim Pissoir und höre zwei Stimmen aus der Kabine. Und war mir nicht sicher, ob ich wirklich zwei Stimmen aus der Kabine höre und schaue so von der Seite und sehe zwei Paar Schuhe, die aufeinander schauen. Ich habe nicht verstanden, was sie geredet oder was sie gesagt haben. Ich war mir nicht sicher, ob sie schwul waren oder ob sie sich irgendwie Drogen reingezogen haben. Also es war auf jeden Fall eine sehr interessante Begebenheit dort. Aber ich wollte da nicht genau drauf. War die überhaupt jemals in einem anderen Freizeitpark? Gesenkte Sau ist Nachtabend in den Lieblingsfreizeitpark von Reikes Sohn. Hast du mir das nicht eh erzählt, Dosso, dass es die gesenkte Sau bei euch auch irgendwo gibt? Wir sind jedenfalls durch den Prater gegangen und haben geplaudert und uns so angeschaut, womit wir fahren können. Und wir sind im Endeffekt nur mit zwei Sachen gefahren. Dosso wäre, glaube ich, gerne mit ein paar mehr Sachen gefahren. Nur bei manchen Sachen davon habe ich mich definitiv zurückgehalten, weil Höhe und ich, wir sind keine Freunde, überhaupt nicht. Und das war für mich neu. Ich kannte die gesenkte Sau nicht. Das war für mich komplett neu. Und da habe ich gesagt, komm, das ist perfekt für einen Porky. Es passt zum Porky. Wir müssen fucking damit fahren. Und wir sind auch damit gefahren. War super cool. Ich hoffe, dass man es irgendwo sieht. Hallo? Achso, weil ich reingezoomt habe. Fotografieren verboten? Ich sehe es erst jetzt. Das war dieses Auto und da sind wir beide. Leider irgendwie Auerfuß hatte ich auch, ja, das war auch definitiv einer der Gründe. Es waren halt solche Autos und so ein bisschen thematisch haben sie das auch gemacht, so wild, so auf geht die Fahrt, rum rum. Dass er Haare anflügt. Ah ja, an seinen Haaren sieht man, wie schnell wir unterwegs waren. Ich finde, dass die Kamera an einer schlechten Stelle positioniert war. Zwischendurch habe ich aber ordentliche Lachflashes gehabt und ein paar Mal geschrien. Es war witzig. Es war wirklich witzig. Etwa wilde Maus mäßig, aber wilder. Ja, es war definitiv wilder als die wilde Maus. Fotografieren verboten. Ich habe das nicht gesehen. Ich sehe es erst jetzt gerade, dass da steht, aber... Ist mir wurscht. Als ob ich 6 Euro für so ein fucking Bild zahle, Alter. Fuck off. Wenn ich wenigstens vorn sitzen würde, dann sage ich okay, aber so. Außerdem hat da niemand zugesehen, genau. Ja, so hat es von außen halt ausgeschaut. Das Coole ist, man konnte sich die Tickets da einfach am Automaten holen, denn man musste da sonst nichts machen. Und ich finde, das schaut schon ziemlich cool aufgebaut aus. Und es ist auch so cool, du gehst da hinten durch und das ist tatsächlich so aus Holz gebaut. Und man geht hinten lange rauf, runter mit die Stiegen. Also es ist wirklich die Atmosphäre aufgebaut worden. Und man sieht hier, es sind keine Loopings dabei gewesen, aber sehr enge Kurven teilweise. Was hat Dosso fotografiert? Top dir mit dem Ticketomaten, finde ich auch. Jo Matthias, was geht ab? Schönen guten Abend, hallo. Wir haben leichtes Trauma von Wilder Maus. Ich war einmal in so einem Ding, wurde aber nicht gesichert. Na, die ganzen Fotos, die habe ich gemacht. Das habe ich gemacht. Da habe ich keine Skrupel. Wir sind dann weiter im Prater gegangen und haben uns halt angeschaut und ich habe halt von meinen Erinnerungen erzählt, beziehungsweise von den Sachen, mit denen ich als Kind oder vor ein paar Jahren erst gefahren bin. Und wir sind dann weiter zur Luftburg und ich war tatsächlich arg über... Also erstens, wir sind am Schweizer Haus vorbei, das habe ich ihm gezeigt. Da haben wir gesehen, dass es eh bummvoll war. Und sind dann eben weiter zu dieser Luftburg, wo auch... Holy shit, für einen Donnerstagnachmittag war das echt ordentlich voll. Nur hier drinnen, wo wir saßen, waren sehr viele leere Tische. Also der Garten draußen war komplett voll. Wir sind dann hergegangen und ich kannte das alles nicht. Also ich kannte die Luftburg noch, bevor alles so renoviert und auf schön gemacht wurde. Also es sieht sehr fancy aus, es sieht sehr cool aus, es sieht sehr einladend aus.
Ach, das sind ab jetzt deine Bilder. Das sind jetzt ab jetzt sind das meine Bilder. Das sind die Bilder von Donnerstag. Ich habe euch die von Dienstag gezeigt. Das sind jetzt die von Donnerstag. Die Lachliste war schon, ja. Sie haben heute sehr viele Punkte gemacht. 23 Punkte haben sie gemacht, ja. Und es haben ständig Leute geklatscht, aus welchem Grund auch immer. Es hat urirritiert. Also ich habe mir ein kleines gemischtes Bier reingezogen und Osso hat sich ein großes helles reingezogen. Wir haben uns hingesetzt und habe ich ihn gefragt, Junge, wie schauen wir aus? Willst du hier Bier und Stelze futtern? Oder wir trinken Bier und gehen dann weiter zum Running Sushi. Und ich glaube, an der Sekunde, in der ich Running Sushi gesagt habe, war entschieden, dass er Running Sushi haben will. Radler wahrscheinlich. Nein, gemischtes Bier ist dunkles und helles Bier. Gemischt. Du nimmst dunkles Bier, du nimmst helles Bier, machst 50-50 und dann entsteht das da. Radler ist wieder was Eigenes. Ich denke, das gemischte Bier bei denen sehr gerne. Wie Spezi also, ja. Hat aber, glaube ich, einen Pils. Du nennst es Pils, aber das ist bei denen einfach helles, dunkles und gemischt. Das sind die, weil die haben irgendeine Kollaboration mit irgendeiner Brauerei. Haben sie eine eigene Brauerei? Ich kann mich gerade nicht erinnern. Sie haben auf jeden Fall da auch drinnen stehen, diese Specials, die sie da haben, die es nur dort gibt. Und deren gemischtes Bier mag ich. Ich hasse dunkles Bier, mir schmeckt das überhaupt nicht. Vor vielen Jahren, wird sicher 5 Jahre her sein, war ich mit einer guten Freundin dort und die hat mir gesagt, ich muss einmal das gemischte Bier probieren. Also habe ich mein gemischtes bestellt und seitdem, jedes Mal, wenn ich die Möglichkeit habe und dort bin, ziehe ich mir ein gemischtes Bier rein. So. Wir sind dann weiter. Wir haben ausgetrunken, sind dann weiter, so langsam Richtung Auto und noch die restlichen Sachen im Prater so sehen. Ich glaube, wir haben alles gesehen. 100%ig bin ich mir nicht sicher, es ist alles ein bisschen verwinkelt und kann sein, dass wir irgendwo 1 oder 2 Gänge so verpasst haben. Aber auch nicht allzu wichtig. Wir sind dann an meinem eigentlich liebsten Ding gedönster vorbeigegangen. Das war auch mehr oder minder am Ausgang, wo wir reingegangen sind und wo wir rausgegangen sind. Also wir haben uns auf den Weg nach draußen gemacht, damit wir noch hinkommen, damit wir Running Sushi essen können, damit es nicht gestresst ist, so Last Minute hinsetzen und schnell noch futtern, sondern damit wir gemütlich futtern können. Und auf dem draußen Weg sind wir noch mit etwas gefahren. Und da kommt jetzt vorher noch ein kurzes Video. Das war ultra laut des Megatodes. Es tut mir leid, ich sehe es erst jetzt. Warum ist das so laut gewesen? Es ist Breakdance. Es ist tatsächlich nicht Breakdancer, es ist Breakdance, heißt das. Und zwar, ich habe es genutzt. Ab 20 Uhr gibt es einige Fahrgeschäfte, die den Speed um 100% erhöhen. Breakdance ist eins davon. Und zu dem Zeitpunkt war es 20:11 Uhr. Also es war schon... Ich glaube, wir haben sogar... Haben wir die erste oder die zweite Fahrt mit der Geschwindigkeitserhöhung haben wir gemacht. Das ist bei uns schöner, finde ich. Das sind alle Sitze weiß mit pinken Lichtern. Und Dosso wusste sofort, in welchen ich mich reinsetzen wollte. Der einzige, der violett hatte und sogar violette Sitze. Und wir sind damit gefahren. Und holy shit, hatte ich Lachflashes beim Fahren. Ich war jetzt bestimmt 8 Jahre nicht auf unserer Messe. Also, wer es nicht kennt, das ganze Ding dreht sich. Und die einzelnen Sachen, wo die Sitze dran sind, drehen sich auch nochmal. Es war alles in Ordnung, während sich's gedreht hat. Aber als es dann losging und es dreht dich in eine Richtung, der Sitz, und der Sitz dreht dich dann urplötzlich in die andere Richtung. Holy shit, das ging ordentlich in den Magen. Es hat Spaß gemacht. Ich fucking liebe das. Ich fucking liebe das einfach.
Hat super viel Spaß gemacht. Ja, und dann sind wir leicht torkelnd weiter zum Auto und sind dann halt zum Running Sushi gefahren. Und da habe ich nur dieses eine Foto relativ am Anfang gemacht. Wir waren beide zu sehr fokussiert mit Essen. Er hat schon ordentlich Gas gegeben. Also, also es war wirklich, wirklich, wirklich schnell. Also an einem Punkt habe ich dann nicht mehr geradeaus, also ich habe nicht wirklich sehen können, also es ist alles verschwommen gewesen, weil es so schnell war. Du konntest nicht mehr die Augen fokussieren, wie schnell es war. Und es ist schwer zu beschreiben, es ist schwer zu erklären. Es ist einfach so cool gewesen. Ich liebe es. Ich fucking liebe es einfach. Ja, Running Sushi. Wie gesagt, wir haben nicht den besten Tag erwischt, aber es war trotzdem ganz cool, es war trotzdem ganz lecker. Was ich zum Beispiel schade finde, ich habe mir eine Krabbenschere genommen, weil ich dachte, es kommen eh gleich Krabbenscheren. Hätte ich gewusst, dass das die einzige war an dem Abend, hätte ich sie ihm gegeben, dass er sie mal kostet. Weil das ist tatsächlich so eine Krabbenschere und dieses Fleisch von der Krabbe dann draußen drum. Das hat mir dann urleid getan. Tintenfischringe gab es auch, glaube ich, nur am Anfang und die sind dann nicht nachgekommen. Also leider haben wir eher einen mäßigeren Tag. Nicht unbedingt einen schlechten, aber einen mäßigen Tag. Weil zum Beispiel auch die Orangen, die haben ausgeschaut, als ob die schon seit 3 Tagen auf dem Fließband herumfahren. Aufgeschnitten, runzlig, ranzig. Aber war ziemlich cool. Und während wir gegessen haben, hat mich mein Bruder die ganze Zeit ausgefragt. Das ist all you can eat, ja. Weiß gar nicht, wie viel es kostet. Ich meine, kurz einen Augenblick, dann kann ich dir gleich sagen. Ich glaube 14 oder 15 Euro pro Person, weil es Abend war. Oh, 16 Euro. Oder? Ja, 16 Euro. Das Center hat echt Stil. Und bevor das Sushi gegangen ist, habe ich mir auch direkt ein Kompliment dafür eingefangen. Na schau. Aber nur weil Rishi gegangen ist. Sonst sind die Leute einfach aus dem Weg gegangen. Also ja, ich habe ihn noch gefragt, ob ihm aufgefallen ist, warum oben ein Fließband und unten ein Fließband ist. Und er hat kurz überlegt, hat gesagt, er sieht ein Theme, ist sich aber nicht ganz sicher. Und als ich ihm gesagt habe, wie simpel das ist, war es so ein, oh, Moment. Oben warme Speisen, unten kalte Speisen. Ganz super simpel. Oben ist es heiß drinnen, warm, dass die Speisen warm gehalten werden. Und unten ist es kühlend, damit es, ja, kühl bleibt. Es gab auch nur einen einzigen Wackelpudding. Den habe ich mir dann genommen. Und habe so ein bisschen genommen und denke mir, der Geschmack kommt mir so bekannt vor. Und dann ist es mir eingefallen, was es ist. Man kann doppelt so viel Essen nehmen. Und hab den Bengel dann kosten lassen, habe ich gesagt. Sag mir, nach was das schmeckt. Wonach das schmeckt. Sein erster Tipp war Pfirsich. Nein, das war falsch. Und dann habe ich ihm den ersten Buchstaben gesagt. Habe ihm gesagt, es schmeckt nach M. Also M ist der erste Buchstabe. Nein, er kommt nicht drauf. Habe ihm gesagt, es gibt ein Volk, das unter China lebt. Die chinesische Mauer wurde deswegen gebaut. Nope, nicht drauf gekommen. Habe ihm gesagt, die Mongolen. Nope, immer noch nicht drauf gekommen. Mango, das gibt's doch nicht. Ich habe ihn Schritt für Schritt hingeführt. Nope, auf Mango ist einfach nicht gekommen. Mango, da ist ein Buchstabe Unterschied zwischen Mongo und Mango, Alter.
Interessant, dass Luna weiße Mongolen schmeckt. Ach, leckt's mich doch alle zusammen. Ihr seid alle zusammen behindert. Ich geh jetzt auf. Ihr habt mir gerade jeglichen Mut getötet. Ich leck dich gleich ab. Von Nasenspitze zu Stirn. Die Mongolen, genau. Es gab auch Chicken Nuggets drauf, die hat Dosso sich gegönnt. Da war er urbegeistert, dass Chicken Nuggets da sind. Er war People Clap. Yay! Chicken Nuggets! Waren aber nur der eine Teller leider. Wenn es Gas gibt, bin ich noch wach. Es geht sie nicht ganz aus. Es gab mehrere Sachen, aber wie gesagt. Hab schon stärkere Tage erwischt. Ja, ich wollte wissen, ob es wirklich einfach Chicken Nuggets. Ja, eh, ich weiß. Also. Die Geschichte wegen der Chicken Nuggets, warum ich gesagt habe, ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich Chicken Nuggets sind. Weil irgendwann saß ich da, also mein liebstes Running Sushi gibt es leider nicht mehr. Sonst hätte ich dich fix dahin geführt, es wäre ein Mörderumweg gewesen. Aber ich hätte dich hingeführt, einfach weil ich es dort liebe. Das ist das auf dem Bild, ja. Fuck, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ach, scheiße, ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Worauf wollte ich hinaus? So ein Kackdreck, mein Hirn, Alter. Wegen der Chicken Nuggets. Ich saß damals bei meinem liebsten Running Sushi, beziehungsweise ich saß eigentlich schon öfters bei Running Sushis. Und sehe so ein kleines Schnitzel und denk mir... Wollen die mich verarschen? Die legen aufs fucking Fließband ein Wiener Schnitzel? Saufen die? Und es geht vorbei und dann es sind ein paar davon. Es ist nicht nur ein einzelnes, es sind so mehrere Teller. Und irgendwann denke ich mal, fuck it, ich nehm's mir. Nehmen wir das. Bin eingestellt auf Wiener Schnitzel. Beiß rein. Pure Enttäuschung. Ich meine, es ergibt mehr Sinn. Aber ich war schon so eingestellt auf Wiener Schnitzel, dass ich ein Wiener Schnitzel essen wollte. Es war panierter Fisch. Ja, sehr spannende Story, ich weiß. Also, sie sind sehr... misleading mit ihren Sachen, die sie da auf die Bundeln drauflegen. Sonst gibt es zum Beispiel auch die sogenannten Affenhoden. Also Mochi mit Kokos drumherum oder Kokosmilch. Oh mein Gott, ich liebe diese Kokosmilch. Sie hauen halt sicher 12 Kilo Zucker rein und so kleine Tapioca-Perlen. Also nicht die fetten, wobbligen, sondern wirklich diese mini-kleinen Tapioca-Perlen. Das Zeug ist so fucking lecker als Nachspeise und so fucking erfrischend. Apropos erfrischend und lecker. Das Running Sushi gibt es auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Das haben sie alles zugemacht. Es gab ein Running Sushi, wo ein Kumpel von mir war. Er wollte sich nichts zum Trinken bestellen, hat stattdessen die ganzen... er hat sich ein kleines Trinken bestellt, ein kleines Wasser, hat ausgetrunken, hat sich die Orangen von unten rausgenommen, mehrere Teller, hat die Orangen ins Glas ausgepresst. Der Kellner hat ihn ermahnt, er hat weitergemacht, er wurde rausgeholt und hat Hausverbot bekommen. Was ein blöder Kellner. Naja, ich kann es schon verstehen. Wenn du was trinken willst, dann trink was. Die Orangen sind da zum Essen und nicht, dass du dir 10 Teller nimmst und sie auspresst, um was zu trinken. Auf der anderen Seite, es ist all you can eat. Warum solltest du das nicht machen? Also es ist für mich schwer da zu sagen, aber wenn dir jemand sagt, du sollst mit deinem Verhalten aufhören, dann hast du aufzuhören. Er hat halt Hausrecht. Er hat das Recht, dich rauszuhauen, beziehungsweise dir Hausverbot zu geben. Nach dem Running Sushi, also während dem Running Sushi hat mich mein Bruder angerufen und mich gefragt, wo wir sind, was wir sind, warum wir sind. Ich habe ihm gesagt, jo, wir haben uns gerade erst hingesetzt zum Essen.
Wenn du herkommen willst, dann komm her, dann schauen wir uns da um, weil wir sind dort in einem fetten Einkaufscenter gewesen, beziehungsweise wir waren im Turm, wo es Kino gibt, es gibt mehrere Restaurants, Lokale zum was trinken. Früher gab es eine Shisha-Bar, aber die sind mittlerweile ja in Österreich die Indoor-Shisha-Bars verboten, also insgesamt gibt es mehr oder minder gar keine Shisha-Bars mehr. Alles Mögliche gibt es dort halt. Und haben gesagt, er kann vorbeikommen. Er war dagegen. Er wollte nicht. Okay, passt. Wo muss das so denn hin? Ja, der muss zum Hauptbahnhof. Und er sagt mir, ja, such was raus. Alter, Junge, ich sitze gerade und esse beim Running Sushi. Du chillst deine Hoden daheim und ich soll mich dann hinsetzen und was suchen, wo du hinkommen sollst. Na gut, ich habe dann halt bin ich hergegangen und habe halt in der Nähe dort gesucht, ein Lokal, das offen hat. Hab Halleluja, endlich eins gefunden und bin halt mit dem Dosso, wir haben gegessen, gezahlt und sind dann losgefahren. Bisschen rumgefahren, haben eingeparkt und ich habe gesagt, jo, da ist ein Parkplatz davor, musst nur herkommen und schick ihm meinen Standort. Geh mit Dosso schon mal vor, geh über die Straße drüber, vors Lokal. Ruft er mich an. Also erstens, er schreibt mir, jo, bitte stell dich hin, dass der Parkplatz besetzt bleibt, dass er nicht wegkommt. Denken wir, okay, ja, passt, mach mal, sollte kein Problem sein. Aber wir sind eigentlich schon weg. Wir sind eigentlich schon nach vorgegangen und haben gesagt, okay, passt, wir gehen zurück. Hat er gesagt, nein, nein, passt schon. Hat er mich dann angerufen, wo zum Teufel seid ihr? Ich gesagt, wir stehen vor dem fucking Lokal, was willst du von mir? Das Lokal war im 4. Bezirk. Er hat angezeigt bekommen im 14. Bezirk. Regt sich auf, schreit am Telefon rum. Dann gesagt, wir warten vorm Lokal, das ist da direkt am Eck. Ich hab's schon gesehen, ich komm gleich. Passt, legt auf. Das und ich gehen vor und schauen das Lokal an und sehen, aha, da sitzt nur ein Tisch drinnen, was ist das? Wollten reingehen, oh. Vorne ums Eck. Okay, wir gehen dann weiter vorne, der Eingang war gesperrt, wahrscheinlich weil es omega windig des Ultratodes war und haben dann gesehen, die haben einen Gastgarten und der Gastgarten war zur Hälfte gefüllt, also es waren genug Leute da. Also er hat nicht auf laut telefoniert, ich habe gehört, was. Wir warten vor dem Lokal und ich denke mal, will der Junge mich eigentlich verarschen? Wir warten und wir warten. Er sagt mir vorhin, er ist noch am Lokal vorbeigefahren. Und wir haben locker 10, 15 Minuten gewartet und er ist immer noch nirgendwo zu sehen. Ruft er mich an? Dieser Schmutz, dieses Schmutzhandy zeigt mir an, dass ich mitten im Wald bin. Ich finde mich nicht zurecht. Wo seid ihr jetzt eigentlich? Irgendwann hat er mein Auto gefunden, hat das entdeckt, wo es ist und hat halt dort den Parkplatz eingepackt. Der war immer noch frei und ist herumgeirrt. Und ich sage ihm, ich habe ihm gesagt, geh geradeaus weiter, dann über den Zebrastreifen drüber und dann sind wir eh schon da. Und wir sind dann wieder zurückgegangen, damit ich ihn von der Kreuzung aus sehe, wo er ist. Hat er gesagt, okay, passt. Ich schau und denk mal, wo zum Fick ist der? Ist er scheinbar in die komplett falsche Richtung zuerst losgelaufen, weil er auf sein Handy geschaut hat? Und langsam dann wieder in die richtige Richtung, da habe ich gesehen, ah, ich sehe ihn, passt, er kommt. Und dann habe ich aber meinen Fehler entdeckt. Er wäre geradeaus weitergegangen über den anderen Zebrastreifen. Ich habe nur unseren Zebrastreifen, den fetten, über die fette, fette Straße drüber gesehen. Habe nicht gesehen, dass er einen anderen. Habe dann halt gepfiffen und da war Doss überrascht, wie laut ich eigentlich pfeifen kann. Ohne Finger, by the way. Das mache ich nur mit dem Mund. Dreht er sich um und schaut rüber. Ah, und ist dann so langsam über die fette Straße gekommen. Und man hat im Gehen schon gemerkt, wie hardcore angepisst er ist. Mach mal Demo. Mädel, es ist 0.40 Uhr. Ich mache jetzt fix keine Pfeif-Demo. Nächstes Mal, wenn ich ein bisschen früher streame, dann kann ich das gerne machen. Aber das wird das Mikrofon nicht erzahnen. Da wird das Mikro vorher abblocken. Ist er mega angepisst hergekommen? Hat einfach ewig hergebracht, hat sich aufgeregt, dass sein Handy, das GPS nicht funktioniert. Hat mir erzählt, er hat das Handy, es zeigt ihm an, er soll in die Richtung und dann darüber. Und so wie er sich bewegt, sind von 1,4 Kilometer plötzlich 5 Kilometer geworden
obwohl er sich in die richtige Richtung bewegt und ihm das GPS anzeigt, dass er sich nähert. Aber so wie er sich genähert hat, hat sie es auch gleichzeitig entfernt. Also, er war alles andere als entspannt. Er war richtig, richtig genervt. Und ja, dann haben wir uns da hingesetzt. Wir sind hingegangen. Also, das Lokal ist mir nicht wurscht. Das hat mir nicht so gut gefallen. Es waren einfach 1000 Tische frei. Der Kellner komplett angezipft, scheinbar, dass wir herkommen. Setzt uns einfach dort ins ärgste Eck. Anstatt dass er uns erstmal freie Wahl gibt, weil es gibt einfach so viel. Nein, er setzt uns dorthin neben andere Leute. Ging mir auch am Arsch. Und im Endeffekt kam dann eh ein anderer Kellner uns bedienen. Kannst du mir vorstellen, so eine Schimpftirade. Ja, ich habe mir einen Radler gegönnt, weil ich dachte, es reicht schon, dass ich ein kleines gemischtes Bier getrunken habe. Das war eh ein bisschen stärker. Und jetzt dann noch ein Radler, weil ich muss ja noch Auto fahren. Ich meine, es sind eh viele Stunden gewesen, plus Running-Sushi-Fresserei dazwischen. Also, ja. Mein Bruder war scheinbar bei seinem... Was war das? Sein drittes Bier? Und man hat schon gemerkt, nach der Hälfte seines dritten Bieres, dass er einen Sitzen hat. Also, da hat er angefangen zu giggeln wie ein kleines Mädchen. Er hat gesagt, Havara, du bist bummfett. Nein, bin ich nicht. Was ist mit dir? Bin ich nicht. Ja, wir saßen dann da, haben gechillt, Bier gesippt und geplaudert. Na, das legt sich. Ja, er hat gesagt, das legt sich bei mir schnell, das legt sich bei mir schnell. Er ist mir dann hinterhergefahren die ganze Zeit, bis ich Richtung Autobahn war, bis er sich ausgekannt hat. Ich glaube auch, dass das andere Gründe hatte, wieso er mir hinterhergefahren hat, damit ich ihm Bescheid geben kann, ob vorne jemand steht. Ja, das war mehr oder minder dann der Abschluss des Abends. Es war warm, aber der Wind dort, das sind fette, fette, riesige Bürogebäude überall rundherum. Und es war windig und dadurch, dass einfach diese fetten Bürogebäude da waren, gab es einen fetten Zug. Also der Wind war arschkalt. Zum Glück waren wir leicht verdeckt durch das Lokal. Aber es war ein relativ angenehmer Abend. Und ja, so eine halbe Stunde bevor Dossos Bus gefahren ist, sind wir dann losgefahren. Hab den Bengel dann noch bei der Busstation dort ausgeliefert und dort hat er dann versucht, sein Sudoku vielleicht endlich einmal zu clearen. Er hat gesagt, er wurde von Sudoku verarscht. Er packt von einer gottverdammten einfachen U-Bahn-Zeitung das Sudoku nicht. Also ich hätte Dosso wirklich für intelligenter gehalten. Und er war so verzweifelt, dass er schon ein Smiley-Face auf sein Knie gemalt hat. Es stand einfach drauf. Ja, weil es super simpel ist. Und ich schwöre dir, ich hätte das innerhalb von 10, 15 Minuten gepackt, das Ding. Na gut, ich bin auch Sudoku-Master. Ich habe schon ewig kein Sudoku mehr gemacht. Wirklich ewig kein Sudoku mehr gemacht. Ja, das war eigentlich der Donnerstag und es gibt, glaube ich, keine Bilder mehr. Das war das letzte Bild. Ja, das war das letzte Bild. Die Schlagzeilen haben mich halt einfach überzeugt. Hat deine Mama immer am Heisel gemacht? Sudoku? Also am Heisel kann ich mich... Wobei, ich rede nichts. Ich habe am Handy Kreuzworträtsel-App und mache beim Kacken teilweise Kreuzworträtsel. Also ja, fair enough. Da haben sich die Sudoku-Heftchen gestapelt. Also Sudoku, wenn ich so 1, 2, 3 Maximum mache, okay, aber hintereinander macht mir das nicht so viel Spaß. Neben den Zigarettenschachteln, keine Ahnung was für... Beim Kacken rauchen, das ist weird. Also das ist... Das empfinde ich dann doch als weird. Ja. Erkenne das nicht anders. Eigentlich ziemlich traurig. Haben beide meine Eltern schon immer gemacht. Also ich habe, wobei mein Onkel... Stimmt, mein Onkel, dem würde ich es auch zutrauen, dass er beim Kacken raucht.
Mein Onkel steht ja nachts auf, holt den Aschenbecher von unterm Bett hervor, raucht sich eine an und legt sich dann wieder weiter schlafen. Richtig eklig, wie die frischen Handtücher dann gestunken haben. Na, ich habe mittlerweile durch dieses ganze Rauchverbot innen und in geschlossenen Räumen und sonstiges, seitdem das da ist, ich genieße es richtig. Ich habe mir diesen Rauchgestank komplett abgewöhnt und mittlerweile, sobald es irgendwo in der Nähe ist, irritiert es mich wirklich, wirklich hart schon. Das habe ich richtig gemerkt, dass mich das urschnell irritiert. Besonders wenn ich irgendwo esse und dann von der Nähe irgendwo Rauch daherzieht. Kriege ich Aggressionen, da kriege ich instant Aggressionen. Ich vertrage es überhaupt nicht mehr. Und ich denke zurück, wie oft ich in irgendwelchen Lokalen war, wo man drinnen im Club oder in Lokalen einfach so viel geraucht hat, dass man wirklich so eine Nebelwand hatte. Hätte Magda am Sonntag auch wieder schlagen können, weil sie auch beim Essen geraucht hat. Na, das gehört sich nicht. Warten, bis alle fertig gegessen haben, dann darfst du von mir aus eine rauchen. Aber während dem Essen rauchen, das ist einfach ein absolutes No-Go. Das gehört sich nicht. Das gehört zu Tischmanieren dazu. Und ich backe auch Leute eben nicht, die während dem Essen, die können nicht einmal in Ruhe essen, fertig essen und dann eine rauchen, sondern mitten im Essen eine anrauchen und dann weiter essen. Das ist grindig. Nein, das ist einfach grindig. Das macht man nicht. Man schmeckt doch den Geschmack des Essens gar nicht, jo. Das sind auch Leute, die kein Essen würdigen können. Sonst ist es eine Superliga, den Haken muss es ja geben. Gerade so dem Fisch die Fluppe ins Maul stecken, halt mal kurz. Alter. Also Dosso, wann kommst du wieder nach Wien? Da muss ich hier einen Essensplan, einen gescheiten aufstellen. Und dann gehen wir zu einem anderen Running Susie. Oder wir gehen zu dem mit dem Roboter, mit dem Katzenroboter-Liefer-Service-Ding. Würde ich hier mit entsprechendem Pegel sogar zutrauen. Ist sie so eine Alkoholikerin? Mal sehen, hat dir gereicht. Weil wie mein Bruder sagte, es wäre cool gewesen, wenn wir dir unsere Hut zeigen können. Es wäre sich aber hinten und vorne nicht ausgegangen, es geht einfach nicht. Sie trinkt relativ selten. Ich hoffe, dass sie dich nächstes Mal wieder animiert, dass du mittrinkst. Ja, ne, ich komme eh irgendwann wieder, aber muss halt schauen, wann. Ich wollte auch nicht stressen. Ich wollte da absolut auch nicht stressen wegen kommen. Ich wollte nicht sagen, Alter, kommst du jetzt oder nie. Du willst, dass es mir schlecht geht? Warum geht's dir schlecht? Vertrag doch nichts. Macht nichts. Ich finde, du bist witzig, wenn du betrunken bist. Und ich habe dich nur nicht einmal wirklich erlebt. Wird schon angenehm, ist es als so eine gemütliche Fahrt mit dem Flixbus. Ach, geh bitte 11,5 Stunden im Bus sitzen. Du kennst mich nicht getrunken. Ich habe dich nicht getrunken, nein. Ich kenne dich auch nicht getrunken. Ja, ich würde dich gerne mal betrunken erleben. Ich kann mir vorstellen, dass das super witzig ist. Na, doch. Weißt? Was weiß ich. Bin ich gespannt, was kommt. Rückfahrt waren es 13. What the fuck? 13 Stunden mit dem Bus und wie viel noch mit dem Zug? Geht ja betrunken sogar noch viel weniger als nüchtern. Macht ja nichts. Bin mir auch sicher, dass du viel Blödsinn, also mehr Blödsinn auf jeden Fall machst, wenn du betrunken bist. Du weißt, wie viel ich nüchtern rede. Sehr viel, wie ein Wasserfall. Warst um 14 Uhr daheim. Das heißt 0:10 bis 14:13,5 Stunden. Das ist knappe Stunde mit dem Zug noch. Also
Eher eine Dreiviertelstunde mit dem Zug. Ah, weniger. Aber auch nur, weil ich knapp meinen Zug verpasst hatte. GG's. Big fat GG's. So, ich glaube aber, dass wir für heute Schluss machen mit dem Stream. Ich will den PC abdrehen. In fucking 29 Grad, Alter. Obwohl das Fenster aufgerissen ist. Alexa, Wetter. Sind draußen 23 Grad? Das glaube ich dir fast nicht. Sind tatsächlich 23,5 Grad und hier drin habe ich es 29 Grad. Ach Gott, na, ich brauche irgendwo. Ich muss mir irgendwo Trockeneis besorgen und das stelle ich einfach mitten ins Schlafzimmer, dass es da hinschmilzt. Ich muss mir irgendwas für Schlafzimmer überlegen. Besonders mit Stream. Ich bin froh, dass ich jetzt nicht den Greenscreen hinter mir habe, weil sonst würde ich wahrscheinlich definitiv verrecken. Apropos Greenscreen. Nimm dir eine PET-Flasche her und gefriere sie ein. Und dann? Die gibt ja nicht besonders viel Kälte ab, oder? Oder mehrere. Ich meine, ich könnte meine ganzen Plastikflaschen auffüllen und einfrieren und sie dann hier so hinstellen. Leg sie auf deinen Schoß. Da verreck ich. Da bin ich am nächsten Tag wahrscheinlich verkühlt. Aber ich könnte sie unten tatsächlich so... Ich müsste ein Handtuch unten auslegen, damit nicht alles nass ist. Ich könnte das mal probieren. Aber mein PC, warm ist er schon. Aber gar nicht so heiß. Aber gut, ich spiele auch nichts, ich streame nur. Stell es auf dem Schrank oder so viel Verdunstungskälte, okay. Bei Placebo-Effekt, aber ich finde, das hilft ein bisschen. So, machst du das die ganze Zeit? Ich brauche noch irgendwas zum Trinken, weil ich habe nichts mehr. So, wer ist noch online? Mooney ist online. Gehen wir noch zum lieben Mooney. Aber ich habe heute noch keinen Laptop, denn der macht nicht so warm. Sodalay. Sodala. Sodalo. Heute ein bisschen kürzer als sonst. Aber sorry. Ich bin auch tatsächlich geschlaucht. Ich bin auch heute von der Arbeit heimgekommen, habe mich hingelegt. Ich hatte gefühlt 10 Stunden pennen können. Ein herzliches Dankeschön an alle, die mit dabei waren. Eine wunderschöne gute Nacht. Wir sehen uns morgen in alter Frische mit noch mehr Celeste-Action. Wir machen weiter mit Celeste. Wir fangen das letzte Kapitel an. Ich bin sehr gespannt, wie es wird. Ich bin sehr gespannt, diese 100 Screens, wie lange das dauern wird. Ob wir das Mittwoch, Donnerstag dann abschließen können. Hoffentlich ist das bald durch. Macht es gut, meine Lieben. Passt auf euch auf. Bis dahin. Mwah!